Wir fahren mit dem Bus. Die Toilette im Bus war größer. Ich glaube, ich kann. Oh nein! Ja. Ballübersteiger. Willkommen zu 100 Euro versus 10.000 Euro Champions League Stadionbesuch. Das erste Team, und zwar Sigi und ich, werden einen 100 Euro Trip nach Paris zum Spiel PSG versus Real Madrid machen. Das andere Team, bestehend aus Holzi und Mo, haben dafür aber 10.000 Euro Budget. Und wenn ich das so sage, meine ich es auch so. Ihr habt richtig gehört, 100 Euro versus 10.000 Euro Champions League Stadion Trip. Und Mo und ich haben das Vergnügen, 10.000 Euro Budget zu haben. Deswegen habe ich mich natürlich hier schon in Schale geworfen für den Trip. Und wir schauen einfach mal, was dabei rauskommt, wer am Ende den geileren Trip hat. Ich glaube, es ist relativ eindeutig. Morgen geht's los, morgen ist das Spiel. Und jeder muss natürlich gucken, wie er mit seinem Geld klarkommt, was er sich dafür holt. Viel Spaß beim Video. Dann morgen. Und es geht los. Es ist noch so früh, dass ich meine Augen nicht mal richtig aufmachen kann. Es ist gerade 7.37 Uhr. Ich warte noch auf meinen Kollegen Siggi. Der Kollege hat es auch mal geschafft. Fast noch zu spät hier, Alter. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Nein. Bist du bereit, Junge? Ich bin mehr als bereit. Junge. Aber müde. Ich auch. Ey, wir haben uns für die billigste Methode entschieden, nach Paris zu kommen. Wir hatten auch nicht wirklich eine andere Wahl mit dem Budget. Und zwar, Leute, ihr könnt es euch denken, wir fahren mit dem Bus! Und da steht er schon, Bruder. Geil. Ey, erstmal rein da. Und wir müssen natürlich auch irgendwie nach Paris kommen. Deswegen haben wir uns erstmal schöne Flüge gebucht. Die gehen heute um 14 Uhr. Und während ich das hier schon aufnehme und mich gleich erst fertig mache auf dem Weg zum Flughafen, sind die Jungs, glaube ich, schon 3-4 Stunden mit dem Bus unterwegs. Viel Spaß. 30 Euro haben wir jetzt bezahlt. Das heißt, ein Drittel von Budget weg. Ich weiß ja nicht, wie die anderen reisen, aber ich habe hier schon mein kleines Köfferchen gepackt. Ne? Denn wir haben auf jeden Fall Gepäck im Flieger. Jo, wir melden uns zurück, hatten schon Stress, leichten Stress mit dem Busfahrer. Man kennt's, wo wir sind, gibt's Palaver. 8 Reihen zurückgesetzt, weil Busfahrer meinte, wir sind zu laut. So, wir haben jetzt eine Stunde geschafft. Habe ich schon gesagt, dass wir 10 Stunden fahren müssen? Weiter geht's. Ciao. 2 Stunden später. 2 Stunden rum von der Busfahrt. Jetzt wird es mal Zeit, über das Spiel zu reden. PSG gegen Real. Oh, das wird der absolute Kracher. Das ist schon finalwürdig. Was ist dein Tipp? Also ich unterstütze PSG, weil ich erfahren habe, dass wir bei den Ultras sitzen. Der Block wird brennen also. Tipp ist, ich hoffe auf ein 2-2, damit wir schön viele Tore sehen. Aber ich denke, dass Real Madrid das machen wird, ehrlich gesagt. 2-1. Ja, 2-1. Boah, ich hoffe auch auf viele Tore. Ich wette einfach dagegen für ein bisschen Spannung und sage 3-2 für Paris. Das wäre nice. Das wäre wild, das wär Alter. Geil. So, mittlerweile haben wir 11 Uhr. Wir haben uns jetzt erstmal für 50 Euro ein schönes Taxi zum Flughafen bestellt. Da treffen wir jetzt gleich den Mo. Und dann geht's los. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir 10.000 Euro Budget haben, wird es, glaube ich, auch einfach geisteskrank, weil wir so viele Fußballstars heute sehen werden, die ich einfach noch nie live spielen sehen habe. Das wird zu geisteskrank, Freunde. Und wenn ihr jetzt schon wüsstet, wo wir heute sitzen, also Mo und ich, dann würdet ihr komplett ausflippen. Aber das sehen wir später. Leute, der Typ ist schon zum 10. Mal scheißen. Guckt ihn euch einfach selber an. Wurde erfolgreich abgeseilt. So, wir sind am Flughafen angekommen und mir ist gerade einfach mal bewusst geworden, dass das Taxi zum Flughafen einfach mal die Hälfte des Budgets vom anderen Team war. Von daher, ey, ich wüsste nicht, wie ich das mit 100 Euro schaffen würde, ey. Wir sind jetzt gerade im mashallah windigen Luxemburg, einfach immer noch 300 Kilometer entfernt von unserem Ziel Paris, Holzi Mo. Ey, was macht ihr gerade, Jungs? Was macht ihr gerade, klein Stricher? Da kommt der Mo endlich, auch im Anzug, Schwanzug, ey, mashallah. 11.15 Uhr haben wir gesagt, treffen wir uns hier. Richtig easy machbar für den Jungen. Wir haben 10 nach 12 oder so. Ich muss ein Business machen. Ja. Bei dem Outfit glaube ich dir das ausnahmsweise. 6 Stunden oder so, ne? Ja, nicht mal die Hälfte geschafft. Mit diesen Kontrollen jetzt hier am Flughafen ehrlich stressig. Also ich glaube, da würde ich lieber 10 Stunden im Bus sitzen, oder Mo? Ja, safe, Alter.
Jetzt würde ich sogar Versicherung von dir kaufen mit dem Outfit. Ich würde alles von dir kaufen, egal was. Ja, sind wir ehrlich. Hey, wir wollten eigentlich in der Lounge, Leute. Das hätte so, ich glaube, $100 pro Person gekostet. Also sagen wir ungefähr 100 Euro. Ist ja nichts, ne? Also, ist ja eigentlich nichts bei dem Budget, was wir haben. Jetzt sind wir hier in so einer kleinen italienischen Absteige und die lassen ganz schön lange auf sich warten mit dem Essen. Wir hoffen, dass es dann wenigstens gut schmeckt, ne? Weil sonst falsche Kohle auch schon gebracht. Also, eieiei, das kann was werden, Leute. Was sagst du hier zum Ambiente hier, diese komischen Tapeten? Also die Frauen da drauf, die sind in Ordnung, ne? Die sind in Ordnung. Alles andere kannst du vergessen. Essen endlich da. Ich nehme mal an, so sieht es auch ungefähr aus bei den Boys. Hier zwei Portionen natürlich, als ob ich das nicht schaffe. Mo auch nochmal hier fett. So was können die, haben die bestimmt auch im Bus, sowas bestimmt, ne? Oder? Ja, ja, werden die auch auf dem Bus haben. Und apropos, wie viel Uhr haben wir gerade? Wir haben 12.43 Uhr. Die sind, glaube ich, schon seit 5 Stunden unterwegs. Ja. Und wir snacken jetzt erstmal hier uns ein. Gut, falls Nummer. Sie noch was brauchen, schieben das mit, ne? Dann haben wir was zu essen. Das ist kein Problem. Wir packen ein bisschen für euch ein. 44,50 €, damit, ich habe auch 45 aufgerundet, ne? Weil 50 Cent Trinkgeld muss sein. Ey, ehrlich, der Service war kacke, das war nicht gut. Wir haben jetzt aber schon fast 100 Euro ausgegeben, das ist so viel wie das andere Team zur Verfügung hat. Und wir fliegen wir sind immer noch in Düsseldorf. Wir sind nach Paris, ne? Wir müssen jetzt erstmal nach Paris kommen. Deswegen, erstmal müssen wir jetzt noch was zu trinken. Ach, das stimmt, ne? Das machen wir jetzt erstmal. Damit ist das Budget der anderen dann auf jeden Fall schon aufgebraucht. Und jetzt geht's nur ums... Und dann knacken wir es richtig, richtig hoch. Ein paar Sekunden später. Wir fliegen ja jetzt nach Frankreich. Also brauchen wir natürlich auch französischen Wodka, ne? Schöne 50-50 Mischen für den Anfang. Jawohl. Ich danke dir auf für diese. Einen schönen Vlog und ein schönes Spiel heute Abend. Ne? Jammers, wie die Franzosen sagen. So, im Flieger angekommen. Mittlerweile haben wir 14 Uhr. Keine Ahnung, wo die anderen sind. Ob die überhaupt schon in Frankreich sind. Haben wir Deutschland ganz erreicht? Oder? Keine Ahnung, ey. Die Plätze hier haben ein bisschen mehr über 300 Euro gekostet. Sagen wir mal so 300. Ich glaube, 100 haben wir davor ausgegeben, sind wir jetzt bei 700. 300 mal 2 plus 100, 700. Noch 9.300 Euro to go. Noch 3 Stunden. Ey, Holzi und Mo brauchen nicht mal jetzt so lang wie wir noch, Alter. Die 1 Stunde da. So, Kollegas, wir sind jetzt angekommen. Wir haben mittlerweile 3:30. Ich glaube, die Jungs sind jetzt 9 Stunden unterwegs. Wir haben, kennst du schon erreicht? Unser Flug ging 1:15 Uhr, wir sind schon da. Ey, ehrlich, mittlerweile tut mir das ein bisschen leid, so Jungs. Also nächstes Mal machen wir das auf jeden Fall andersherum. 2 Stunden noch. 2 Stunden. Wir schauen auch gleich mal, was da auf dem Abholschild steht. Vielleicht gibt es ja noch eine kleine Überraschung. Was hast du gemacht, Junge? Gerade Holzi am Phone, die sind einfach schon da. So, gerade gelandet. Mo geht jetzt erstmal in Abseilen. Er ist ein bisschen verwirrt. Hat schon gut ansitzt, die Leute so am Klo vorbei. Er läuft schon ein bisschen witzig, muss man ehrlich sagen. So, wir sind angekommen in Paris am Flughafen. Jetzt wartet ein sogenannter Chauffeur auf uns, der uns den ganzen Tag rumfährt in Paris. Plus, da steht jetzt auf dem Willkommensschild auch noch eine schöne Nachricht für den Mo, sagen wir es mal so. Ehrenlos, sage ich dazu. Ich glaube, ich kann. I'm so sorry, but this is so funny. I'm sorry. Ehrenlos. Scheiße. Ich kann das rauskommen. Ich kann das machen. Can I film it? Yeah, yeah, perfect. Thanks so much. Ja, also das ist doch mal eine würdige Begrüßung hier für den Mo. Wir haben jetzt hier unseren eigenen Chauffeur. Preis liegt ungefähr bei 350 Euro mal wieder. Ja. Keine Ahnung, wo wir sind. Wir haben auch eben vergessen, noch die Wodka zu zählen. Wir haben, glaube ich, schon so... Nee, über
über... Oh, keine nee, Ahnung. Immer bei 800, 800 Mann. Ja, wir haben so 1200 jetzt, glaube ich, ausgegeben. Irgendwie kommt so denn, was. Kommt denn? Sagen wir mal 1200. Aber komm. Jetzt kommt ja gleich das nächste. Ja, ja, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Wir müssen ja Budget... sprengen, sagt man. Sprengen, ne, ja. Der Kollege denkt sich auch nur, was sind das für Wichser? Die haben einfach diese First-Class-Chauffeur-Service gebucht. Das sind einfach voll die Ottos. Stehen vor dem erstmal, lachen sich 3 Minuten erstmal behindert. Ey, der hält auch schon Mindestabstand. Eine Minute, 37 Sekunden später. Wenn der Loco das sieht, schöne Grüße. Am Freitag feiern wir deinen Geburtstag. Also ein Tag, nachdem das Video online kommt. Wenn T das schafft, ey. Ich hoffe auf dich. Ja, der Tom, der schafft das easy. Ja. Oder der hat so einen geschwollenen Kopf, das geisteskrank. Ey, T, wenn du das siehst, blend mal bitte einmal deine geschwollene Birne hier ein. Was hat der gemacht? Das würde ich sehr feiern. Was sagst du denn jetzt, Tipp? Jetzt können wir mal hier die Tipps abgeben. Ach so, Tipp? Ja, ja, wir sind ja hier zum Fußballspiel gucken, ne? Das vergessen ja. Wir immer so ein bisschen. Ach so, 3-1 Paris. Tag 2-0 Paris. Wir checken jetzt erstmal ein, wir sind jetzt am Hotel angekommen. Maske kann man mittlerweile ausziehen. Ja. Sieht unscheinbar aus, aber soll wohl gut sein. 5 Sterne, wir sind gespannt. Wir gehen mal rein, fragen mal nach. Aber erstmal pissen, ne? Wir müssen auf jeden Fall erstmal aufs Klo und Maske wieder anziehen. Ja. Sieht schon schick aus, ne? Also ja, sieht schick aus, kann man wahrscheinlich machen. Ist ja auch 5 Sterne. Das kostet uns im Übrigen knapp 500 Euro die Nacht. Ich glaube, ein bisschen mehr. Da schlafe ich wohl mit dem Mo heute Abend drin. Hey, guck mal hier, die Dusche, die sieht schon nicht schlecht aus. Sehe ich hier schon Lappenholz hier baden. Ja, ich würde sagen, klein, aber fein. So wie Moos, ne? Und ja, weiter geht's. Der Junge ist ja komplett dicht, ne? Der ist am Arsch. Du hast jetzt die Entscheidungskraft. Gehen wir in ein Restaurant oder gehen wir schwimmen? Ich weiß nicht. Was wollen die Leute sehen? Schwimmen oder Restaurant? Aber dicke Restaurant, ne? Ja, natürlich. Bei dem Budget, was wir haben, wovon noch 70 Euro übrig sind, ist das hier halt unsere Verpflegung. Wir haben übrigens mittlerweile 16.20 Uhr. Wir haben nicht eine warme Mahlzeit gehabt bis jetzt. Aber die haben geballert. Und jetzt sitzen Real wir talk. Hier. Aber die Cinemini-Riegel... Please sponsor us. Ein schönes... Dann sag mal direkt Feedback. Französisches Steak. Ja, warte. Bleib drauf. Boah. 10 von 10? Voll lecker auf jeden Fall. Ja? Mhm. Meinst du, Spidey und Sigi gönnen sich auch sowas? Oder? Hey. Yo, Leute, wir sind schon ein bisschen fertig, so wie es aussieht. Was sagst du? Zeit für einen Tsunami. Tsunami sogar? Ja. Er sagt zu mir gerade, ich bin so ein richtiger Amateur im Vloggen. Guckt euch das an. Nein, ich bin kein Amateur. Leute, Alter, was wollt ihr denn eigentlich? Also ich habe hier ein dickes Steak mit Pommes gehabt und ich habe schon fast aufgegessen. Aber was der Junge sich hier bestellt hat, ist ja geisteskrank. Der bestellt sich einfach eine Scheibe Käse mit Marmelade für 60 Euro, Alter. Dich haben sie ja komplett. Wirklich, einfach eine Scheibe Käse mit Marmelade. Das ist immer eine Delikatesse, weißt du? Das kennst du gar nicht. Schmeckt scheiße. Guck mal, jetzt probier wohl mal das Ding. Ich kann das nicht probieren. Es, gönn dir. Wenn ich da dran rieche, ich frage mich, wie der Mo das runterbekommen hat. Oh yeah, wir haben es geschafft, Alter. 10 fucking Stunden und wir sind in Paris. Keine Ahnung, wo in Paris, aber wir sind da. Yeah. Jetzt müssen wir natürlich erstmal noch irgendwie zu unserem Hotel kommen und erwartet nicht zu viel. Gerade was lecker essen gewesen.
jetzt nochmal kurz ins Hotel umziehen. Ich glaube, die Jungs müssten jetzt gleich erstmal bei ihrem Hotel ankommen. Hier, weil die meinten, die konnten nicht ganz so viel trinken. Die haben ja Durst angegeben. Aber jeder hier 0,7 Liter, ja, was das ist, weiß ich auch nicht genau, aber irgendein alkoholischer Drink hier. Jedes Ding hat hier 5,70 Euro gekostet. Also wenn das nicht knallt mit extra Kopfschmerzen heute, weiß ich auch nicht. So. Herrlich. Unglaublich. Unser Hotelzimmer für die Nacht. Ja, sieht doch gemütlich aus. Da kommen ein bisschen so diese Jugendherberge bei mit diesem Bett hier oben. Aber Leute, wir dürfen keine Zeit verlieren. So, wir können uns nicht leisten, jetzt hier länger zu bleiben. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir können uns gar nichts mehr leisten. Dieses Hotelzimmer, ich glaube, für eine Nacht 40 Euro ist schon, es gibt nichts Günstigeres in Paris so. Deswegen, Budget jetzt, der musste raus. 30 Euro haben wir knapp, glaube ich, noch. Nee, kann ich Mathe? Oder was mache ich hier? Also, 25 Euro oder so. Wir müssen jetzt auch noch zum Stadion kommen, Mann. Wir haben 19.25 Uhr. In eineinhalb Stunden geht das Spiel los und wir furzen hier auf so einem schäbigen Hotelzimmer die ganze Zeit rum. Ja. Und jetzt checke ich das Bad ab einmal. Das ist ja ein Witz. Ja. Aber geil. Ich sag dir ehrlich, die Toilette im Bus war größer. Ich will gar nicht wissen, was Holzi und Mo für ein Zimmer haben. Ich will es wirklich nicht wissen, ich will einfach nur jetzt dieses Spiel sehen. Wir müssen irgendwie zum Stadion, Leute. Let's go. So, wir sind jetzt gerade hier noch vom Chauffeur zum Stadion gefahren worden. Die Jungs müssen auch gleich kommen. Und jetzt gilt es, die erstmal hier in dem ganzen Trubel zu suchen. Beziehungsweise zu finden. Erste Rauchbombe hier auch gezündet. Perfekt. Leute, jetzt im Uber. Die letzten Moneten noch aus der Falte, aus der Ritze rausgequatscht. Das ist unglaublich. Und dieser Verkehr hier. Es ist auch schon fast 20 Uhr. Ja, Aufwärmen fängt gleich an. Und das wollen wir eigentlich sehen. Natürlich, Ankara Messi, deswegen, Uber-Fahrer macht jetzt brumm brumm. Eine Ewigkeit später. Das sieht nicht so aus, als wenn wir das Aufwärmen noch sehen. Das ist ganz krank hier. Katastrophe, Alter, so ein Bastard. Ja, guckt euch das an. Jo. Wir sind jetzt ausgestiegen. Mitten im Tunnel einfach raus und lauf! Wir verpassen alles, ich schwör's dir. Wir verpassen das ganze Scheißspiel. Was ist das? Was ist los mit denen hier? So was habe ich noch nie gesehen. Wir sind nicht mal annähernd am Stadion. Ja, da ist das Stadion. Aber Bruder, hier ist schon so krank. Noch nie erlebt sowas. Ich sag's euch, Leute, Alter. Geist ist nie wieder. Ab jetzt nur noch die teuren Trips, sonst bin ich raus. Und weiter geht's hier. Paris die zweite. Kurz vorm Spiel sind wir hier. Den Jungs noch hier. Halt doch mal los, Alter. Leckeres zu trinken. Nimm mal das hier. Was ist das? Erst mal. Du kannst mal mit ins Stadion übernehmen, du. Alkoholverbot im Stadion. Ja, dann gehen wir doch gar nicht rein, oder? Jetzt Gas geben. 10 Minuten vor Anpfiff. Keine Ahnung, wo Holzi und Mo wieder sind. Wir müssen jetzt unser Hakimi euch nur. So, rein geht es in das Stadion. Sieht schon mal schnieke aus, 123. Keine Ahnung, wo die Jungs sitzen. Spiel fängt gleich schon an. Leute, da unten stehen immer noch welche an, Alter. Der geht noch auf Klo. Der geht noch auf Klo, der Junge. Gib mir unser Klo. Bruder, keine Ahnung, wo wir sitzen. Wir sind auf jeden Fall da. Ey, bei den Plätzen kann man nicht meckern. Reihe 0. Eine Reihe noch vor uns und dann direkt hier der Rad. Wir können jetzt auch mal sagen, was die Tickets hier gekostet haben. Ja, diese Tickets haben wir 1500 Euro bezahlt. Da haben wir noch einiges vor uns. Das kann nicht sein, Alter! Bruder, wir haben es geschafft. Wir sind da. Stimmung, Alter.
schon geil. Wir sitzen hier im Ultra-Block. Da sitzen Holzi und Mo. Oh. Ja, stimmt. Ich sehe doch da sogar den Mo. Da ist doch der Mo, Alter. Pick für Insta raushasseln. Messi, Mbappé, Di Maria und Ziggy. Messi ist so klein. Mbappé sieht auch nicht aus wie Bruder. Ein Hobbit. Bruder, der sieht aus wie ein Hobbit. Also, hey, no disrespect, Alter. Aber der ist echt nicht so klein. Hier sehen wir mal wieder, es kommt nicht auf die Größe an, Mo. Es ist noch Hoffnung da. Keine Sorge. Da ist einfach Benzema, Alter. Ich glaube, Benzema hat mir so ein bisschen zugezwinkert. Ich hab gar nichts gesehen, aber erstmal schreien, Alter. Dicke Chance für Mbappé. Ey, die Leute werden hier durchdrehen, wenn Paris trifft. Wenn Paris trifft, ist vorbei. Ey, das sieht aber echt so ein bisschen unspektakulär vom Namen aus. Ich glaube, wenn ich jetzt so bei Paris auf der 6 spielen würde, so eine Halbzeit, das würde nicht unbedingt auffallen. Wir müssen Thumbnail machen. Das war Thumbnail, Tom. Thumbnail. Ich schieße jetzt auf 1-0, pass mal auf. Das war Sigis Prognose. Aber wirklich kaum Chancen. Ich hoffe, dass wir ein Tor sehen. Ich meine, ihr wisst ja schon, ob ein Tor gefallen ist oder nicht, aber ich würde es mir wünschen. Die erste Halbwegschance jetzt für Real Madrid. Kopfball von Benzema. Halbzeit! Oh, ja. Halbzeit! Das ist Halbzeit! Ich glaube aber, Neymar trägt die Herdplattenschuhe, oder? Ich sage euch ehrlich, die Busfahrt hat mich so gebumst, ich kann kaum meine Augen aufhalten, aber ich will dieses Spiel sehen. Und kurz zur Erklärung, ne? Wir sitzen hier wirklich ein paar Meter unterm Dach und es sind die billigsten Plätze, die wir für dieses Spiel noch kaufen konnten, aber trotzdem natürlich noch unnormal teuer und nicht annähernd in unserem Budget. Deswegen Shoutout an die Holzi Foundation, ohne denen wäre das natürlich nicht möglich gewesen. Und er musste uns natürlich ein bisschen was von seinem Budget abgeben, aber dafür haben die halt die besten Plätze im Stadion. Aber ich meine, es ballert auch, gar keine Frage, aber es sind halt die günstigsten, die du für dieses Spiel kriegen kannst. Wie viel Geld haben wir eigentlich noch? 10 Euro oder 20 Euro? Ja, aber dafür müssen wir auch noch was zu essen holen. Wir haben noch nichts gegessen. Wir haben Real Talk, so gut wie nichts gegessen. Wir sind 10 Stunden Bus gefahren und dann nochmal eine Stunde Uber. Mehr. Um 90 Minuten ein Fußballspiel zu sehen, wo vielleicht keine Tore fallen. Bitte lasst ein Like da für dieses Video. Wir brauchen Tore und Likes. Wenn ihr Bock habt auf mehr solche Stadion-Vlogs und diese 100 Euro versus 1000 versus 10.000 Euro, gönnt ein Like. Kostet nichts. Ja, wir könnten es uns auch nicht leisten, weil wir haben kein Geld mehr. Egal. Egal. Wir schalten rüber zu Volzi. Schieß doch mal, Bruder. Gleich klingelt die Bude, aber sowas von für Paris. Die machen so einen Druck. Mbappé? Mbappé? Oh! Oh, wen haben wir denn hier? Julian Draxler ist wieder da.
Danke dir, Bruder, für die Ticket. Ja. Der Kollege genau nach vorne. Alleine, mach alles alleine, komm, mach alleine. Egal, Ecke, Ecke. Hilfe. Messi. Was machen die hier? Ja, die kommen besser. Paris hat das ganze Spiel gemacht. Vielleicht letzte Chance. Wir haben jetzt hier noch einen Premium-Laden gefunden, wo wir unsere letzten 10 Euro für so einen schönen Döner-Sandwich rausballern. Oder Greg Deluxe. Und dann war es das aber auch hier. Die müssen jetzt mit, weil wir haben kein Geld. Egal, geht auf Kasse. Ich glaube, die haben gar kein Geld mehr übrig. Wir sind jetzt die Reichen.